Moin liebe Gartenfreunde und herzlich willkommen. Ja, vor knapp 2 Wochen habe ich hier die Zwiebeln gesteckt und auch noch 2 Reihen gesät. Und jetzt schauen wir mal unter das Vlies, was bis dahin so gewachsen ist. Also das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Die 3 Reihen Steckzwiebeln, die erkennt man ganz gut. Die haben teilweise sogar das 4. Laubblatt entwickelt und ich sehe noch ganz deutlich hier die gesäten Zwiebeln. Ich zeige euch die mal ein bisschen näher. Die gesäten Zwiebeln hier befinden sich gerade wie gezeigt im Bügelstadium. Das bedeutet auch, dass sie sehr unempfindlich sind, weil der Vegetationspunkt, also da, wo die nächsten Blätter rauskommen, der befindet sich unter der Erdoberfläche. Würde ich jetzt zum Beispiel einfach mit einem Gasbrenner rübergehen, das macht man ja häufig auch auf Gehwegplatten, um das Unkraut abzuflemmen, das könnte ich jetzt hier auch machen. Die Zwiebeln würden eigentlich keinen Schaden nehmen, weil der Vegetationspunkt ja noch relativ weit unten ist und die Hitze kommt dann nicht ganz so stark dran, außer man würde jetzt irgendwie 10, 20 Sekunden auf einer Stelle dran halten. Leider habe ich jetzt keinen Gasbrenner zur Hand, sonst würde ich euch das gerne zeigen. Aber ich werde dennoch jetzt einmal ganz kurz das Unkraut hier mit der Hacke entfernen. Das bietet sich auch super an, weil in den nächsten 3 Tagen soll es nicht mehr regnen. Und trockene Bedingungen nach dem Hacken sind ideal, damit die Unkräuter, die ich gerade weggehackt habe, auch abtrocknen können. Aber jetzt geht's zur Hacke. Zum Entfernen der Unkräuter benutze ich einfach hier so eine einfache Hacke. Die kriegt man in jedem Baumarkt und Gartencenter. Aber ich würde sagen, los geht's. Mit dieser Hacke sollte ich so flach es geht hacken, weil wenn ich tiefer gehe, hole ich in der Regel sehr viel altes Saatgut, vor allen Dingen Unkrautsamen, nach oben, die dann auch wieder keimen. Und das will ich vermeiden. Ich will ja nur das obere Unkraut, was jetzt gerade gekeimt ist und sich vielleicht im 2., 3. Laubblattstadium findet, weghacken. Und wichtig dabei ist auch, je früher ich das mache, umso mehr spare ich mir dann hinterher an Zeit und Arbeit und Kraft. So, das ging doch ruckzuck. Und das Schöne ist, mit meinem Reihenabstand von 25 cm passe ich perfekt mit dieser Hacke dazwischen. Hier zwischen sieht man jetzt ganz gut die entfernten Unkräuter. Ich lasse die auch bewusst hier drauf liegen, weil die werden sowieso jetzt durch die trockene Zeit in den nächsten 3 Tagen sowieso kaputt gehen. Würde es jetzt danach nochmal regnen, hätten einige Unkräuter wieder die Chance anzuwachsen, vor allen Dingen Unkräuter, die schon etwas weiterentwickelt sind. Ideal ist es, einen Zeitpunkt zu wählen, wenn die Unkräuter sich im Keimblattstadium befinden oder vielleicht im 1. bis 2. Laubblatt. Je weiter die Unkräuter entwickelt sind, umso lästiger wird es auch, diese zu entfernen. Eine Sache habe ich euch noch vergessen zu zeigen, und zwar sind das die gesäten Zwiebeln in den Erdpresstöpfen, aber da gehen wir am besten mal rein. Ja, hier drin habe ich jetzt die Zwiebeln in den Erdpresstöpfen. Ich habe 88 Erdpresstöpfe erstellt mit jeweils 3 bis 6 Zwiebeln pro Erdpresstopf. Somit habe ich dann auch ungefähr 300 bis vielleicht 500 Zwiebeln hier pro Presstopf. Man sieht jetzt hier auch ganz schön, dass die alle das Bügelstadium verlassen haben. Und ich denke, in den nächsten 2 bis 3 Tagen bildet sich dann das erste Laubblatt. Das ist jetzt sozusagen das erste Keimblatt hier bei den Zwiebeln. Und ich nehme am besten einfach mal so einen Erdpresstopf raus, damit man sehen kann, ja, wie stabil das Ganze ist. Und die sind auch schon gut durchgewurzelt. Ich denke, in den nächsten, 12 bis 14 Tagen kann ich dann auch die Erdpresstöpfe draußen neben den anderen Zwiebeln rauspflanzen. Ja, das war's auch schon mit dem 2. Teil des Zwiebelvideos. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne wieder einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich selbstverständlich auch wieder freuen. Und ich würde sagen, bis demnächst, Leute. Ciao.